werden wir 2025 leben? Fahren wir unsere Autos noch selbst? Werden Roboter unsere Arbeiten übernehmen? Wie steht es um unsere Natur? Gibt es Hungersnöte auf der Welt? Können künstliche Intelligenzen menschlich sein? Sind unsere Ressourcen erschöpft? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Geht das wirklich alles so schnell? Was passiert mit meiner Gesundheit? Und werde ich noch Arbeit haben? Zu diesen und noch mehr Fragen hat einer Antworten mitgebracht. Lukas Pierre Bessis, Buchautor und digitaler Evangelist, bereist seit Jahren die ganze Welt auf der Suche nach der Zukunft. Spricht mit Wissenschaftlern, die an Grundlagen arbeiten. Trifft Visionäre und tauscht sich aus. Diskutiert mit etablierten Firmen ihre Strategien. Berichtet von Kongressen und Konferenzen. Und berät und inspiriert als Redner einige der größten Unternehmen der Welt. Bitte begrüßen Sie den Mann mit Zukunftsperspektiven. Lukas Pierre Bessis. Hallo! Schön, dass Sie den Weg hergefunden haben. Herzlich willkommen zur allerersten DEKRA Digital Tonight Show, die wir heute hier aufzeichnen werden. Zum allerersten Mal hier in Stuttgart. Und begrüßen Sie bitte auch gleich meinen DJ-Kollegen hier, DJ Friction vom Freundeskreis. Von dir hören wir ja gleich noch mehr. Die, die mich nicht kennen, ich bin als digitaler Evangelist auf der Welt unterwegs seit einigen Jahren, bereise ich alle Konferenzen, die es so gibt, treffe Wissenschaftler, treffe Startups, treffe die etablierten Unternehmen, die ganzen Player, die wir so kennen, die Facebook, Googles, Amazons dieser Welt und versuche mir ein Bild über die Zukunft zu machen. Und dann komme ich immer zurück nach Deutschland und halte dann Vorträge bei Unternehmen oder auch öffentlich. Wenn wir über Digitalisierung sprechen wollen, wir haben tolle Gäste da und natürlich, wenn man über die Zukunft spricht, Stichwort Chinafication, dürfen wir das Thema China nicht aussparen und deshalb haben wir keine Mühen und Kosten gespart. Wo ist er? Wir haben Mr. Q da. Da ist er. Ja, Mr. Q. Ja, und immer wenn es um China geht, die ja Vorreiterrolle einnehmen derzeit, ganz verrückte Sachen, da gibt es da schon zu erleben, können wir immer Mr. Q fragen, hier mit seiner Winkelkerze, sehr schön. Und ja, Mr. Q, schön, dass Sie da sind. Wir haben ja auch, wir haben hier für Mr. Q, wir haben jetzt der 15. Juli ist heute, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, 15. Juli, Prime Day, Amazon. Haben alle mitbekommen. Ich hoffe, alle haben schon ihre Schnäppchen gemacht. In China gibt es auch einen Prime Day, beziehungsweise der wird da anders genannt. Herr Ku, wie ist das Format bei Ihnen? Ja, am 11.11. gibt es in China den Singles Day und Alibaba feiert an diesem Tag das Global Shopping Festival. An diesem Tag werden über 1 Milliarde Bestellungen ausgelöst und der Umsatz lag letztes Jahr bei 30,88 Milliarden Dollar. An einem Tag, 30 Milliarden? An einem wow. Tag. Okay, also nur zum Verdeutlichen, in Deutschland ist der E-Commerce-Markt im ganzen Jahr bei 60 Milliarden. Also die machen an einem Tag die Hälfte von dem, was wir im ganzen Jahr machen. Unglaublich. Vielen Dank, Mr. Q. Wir werden später Sie bestimmt noch in Ihrem futuristischen Supersessel noch dazu holen. So, bevor ich jetzt meinen ersten Gast begrüße, möchte ich ganz kurz noch über Technologie sprechen, beziehungsweise einen Glauben, den natürlich alle, die in der digitalen Welt schon unterwegs sind, eher kennen, das Thema des exponentiellen Wachstums.
Ich werde es kurz erklären. Also, Technologie verändert alles. Ja? Alles, was wir kennen. Am deutlichsten ist es am Wohlstand zu erkennen. Bis vor die Technologie war die Kurve quasi eine Gerade, eine Linie. Und erst vor 200 Jahren mit der Technologisierung ging es dann rapide hoch mit unserem Wohlstand. Ja? Durch die Mobilisierung, durch den Webstuhl, alles, was da so kam, kam auf einmal Technologie auf und der Wohlstand stieg rapide an. Grund für diese ganze Veränderung ist die Technologie. Ja? Sei es in der Medizin, sei es in allen anderen Bereichen, die wir haben, in Mobilität etc. Und wir Menschen, wenn wir jetzt nach vorne gucken wollen, haben ein großes Problem, dass wir die letzten 10.000 Jahre immer lokal und linear waren. Also wir sind total lokal auf die Region, in der wir leben. Das können wir uns sehr gut vorstellen. Und wir sind linear, wenn wir was vorhersagen wollen. Also wenn ich jetzt hier sagen würde, ich gehe jetzt 30 Schritte in die Richtung, dann weiß jeder von Ihnen, jeder von euch, ich komme da hinten an dem Vorhang an. Die Technologie aber, die uns verändert, die Technologie, die uns, die quasi der Nährboden ist für den Fortschritt und für die Veränderung, ist eben global und exponentiell unterwegs. Sprich, sie verdoppelt sich in gewissen Abständen, in der Regel alle 2 Jahre. Und wenn man das jetzt zugrunde legt, wenn man jetzt nach vorne schauen möchte, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe 30 exponentielle Schritte, also immer die Verdoppelung, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Jetzt bin ich gerade mal 10 Schritte gegangen und wäre jetzt schon am Fernsehturm. Ja? Vom Verständnis her. Wenn ich jetzt die anderen 20 Schritte auch noch gehen würde exponentiell, wäre ich bei 140 Millionen Schritten oder andersrum 140.000 Kilometer oder andersrum 3-mal um den Globus gegangen. Und das ist das Tempo, das die Technologie hat, beziehungsweise wie sich Technologie verändert. Das Ganze nennt man das Mooresche Gesetz, ausgehend von Gordon Moore. Das war 1965 einer der 3 Gründer von Intel, der Prozessorenfirma. Und der sagte damals, 1965, ich glaube, wir werden in der Lage sein, alle 24 Monate ungefähr die Transistorenmenge zu verdoppeln, die wir auf so einem Chipsatz bauen. Was damals aber niemand wusste, dass das so weitergeht. Und dass wir heute bei über 20 Milliarden Transistoren sind pro Chipsatz. Der ASCII RED 9152, der basierte auf 9152 Pentium-Prozessoren, war der schnellste Rechner, den es damals gab, Ende der 90er Jahre, und hatte als erster Rechner über 1,95 Teraflop als Geschwindigkeit. Müssen Sie sich nicht merken. Was Sie merken müssen, ist, dass der mehrere Millionen gekostet hat und dass diese 1,95 Teraflop-Geschwindigkeit heute jede PlayStation 4 hat. Und das ist die Power von exponentieller Technologie, diese Entwicklung, dass etwas, das eben noch vor 20 Jahren also quasi nur fürs Militär erschwinglich war oder für Staaten, ja, die Millionen da investieren können, jetzt in jedem Kinderzimmer stehen kann für 399, es sei denn, es ist Prime Day, dann bekommst du es noch günstiger, die PlayStation 4. So, mein nächster Gast ist, da haben Sie ja alle schon gehört, wer es ist. Ich frage mal kurz, hey Siri, wer ist Wolfgang Grupp? Wolfgang Grupp ist ein deutscher Unternehmer. Er ist alleiniger Inhaber und Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema. Vielen Dank. Bitte begrüßen Sie mit einem stürmischen Stuttgarter Applaus. Wolfgang Grupp. Ja. Herr Grupp, hallo. Bitte, nehmen Sie Platz. Geben Sie mir gleich am besten. Und ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, was kann ich Sie als erstes fragen, Herr Grupp, wenn Sie reinkommen. Aber jetzt haben Sie mir schon so eine Steilvorlage gegeben. Was ist passiert? Was haben Sie da? Ja, ist nicht viel passiert. Ich habe halt meine Achillessehne gerissen. Ui. Am Pfingstsamstag, als ich von der Jagd zurückkam, weil ich den Stiefel ausziehen wollte, der nicht rausging. Und dann habe ich so viel Gewalt angewandt, dass natürlich muss man wissen, meine Achillessehne ist 77 Jahre alt. Und die hat natürlich vielleicht auch schon ein paar Risse gehabt. Aber ab der Hälfte des Körpers ist ja alles okay. Deshalb ab der Hälfte ist alles okay und die Kamera filmt sie nur von hier aufwärts. Also wir werden da kein Ding haben. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich freue mich ganz arg, dass Sie hier sind. Wir hatten auch schon ein tolles Vorgespräch. Wenn Sie sowas sehen wie die Siri, haben Sie da Respekt vor, so künstliche Intelligenzen? Ich habe vor allem, was Intelligenz ist, Respekt. Es muss mir nur etwas nützen. Ja, gut. Also, schön. Wasser, bitte.
Wir hatten im Vorgespräch, hatten Sie mir verraten, dass Sie Smartphones, dass Sie selber kein Smartphone besitzen, weil Sie sagen, das brauche ich nicht. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe ein Smartphone, aber das benutze ich nur, als wenn die Blitzer-App ist für mich wichtig, weil sonst können Sie heute nicht mehr fahren. Es muss immer was nützen, das habe ich verstanden, genau. Aber so WhatsApp, kommunizieren, ich habe es jetzt Facebook, nicht dabei, ich brauche es auch nicht abstellen, ich brauche es nicht, wenn ich mit Ihnen unterhalte. Natürlich. Ich habe das im Schrank, wenn ich nicht unterwegs bin und da brauche ich es nicht, dann unterhalte ich mich noch mit meinen Leuten. Wir haben uns Gedanken gemacht, was bei Ihnen Scouting bedeutet, ob Sie diese digitalen Trends, wie Sie die in Bullerdingen verfolgen, wie gehen Sie da vor? Ich habe ja kein Problem, ich kann in Bullerdingen alles verfolgen, was die Hamburger auch verfolgen können. Und ist nur wenn man meint, wir seien nun auf dem Land ein bisschen blöder als die anderen, das bringt mir nichts. Ich garantiere meine Arbeitsplätze, ich muss meine Firma nach vorne kriegen. Ich mache das 50 Jahre und ich habe bereits in diesen 50 Jahren zigmal mich anpassen müssen. Ich habe dreimal alle Kunden austauschen müssen, aber nicht, weil ich die austauschen wollte, weil diese Idioten pleite gemacht haben. Das muss man einfach wissen. Und am Schluss musste ich erkennen, dass ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft als Produzent auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände nehmen muss, um nicht in totale Abhängigkeit von irgendjemand anders zu kommen. Und dann habe ich eigene Geschäfte gemacht und dann kam mir sehr entgegen Onlinehandel. Und es war ja ein Geschenk des Himmels, dass ich die blöden Versender, die pleite gemacht haben, Neckermann, Quelle, Schöpflin und wie sie alle, dass ich die jetzt selber machen kann. Und wenn man mir gesagt hätte, vor 20 Jahren, wo ich noch einem Discounter, der dann in der dritten Phase meine Großkunden darstellten, einem Aldi 300.000 Nachthemden für eine Aktion an einem Termin lieferte, dass ich 20 Jahre später die einzeln an den Verbraucher schicken muss, hätte ich gesagt, der spinnt. Das machen die anderen, das ist nicht meine Aufgabe. Und so muss ich mich stellen, ob ich es will oder nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Ich muss diesen Werdegang mitmachen und muss versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt, Sie haben dann richtig digitalisiert quasi, also ein Stück weit mit Ihrem E-Commerce, dass Sie da eingestiegen sind, um da eben den Wandel zu vollziehen. Ja, gut, klar. Was macht das bei Ihnen heute aus? Wir machen 15% der Produktion geht über online und 50% über unsere Testgeschäfte oder unsere Geschäfte und 35% Kunden. Jetzt nimmt man ja Digitalisierung, also in der Industrie, sehr stark auch, um Effizienz zu schaffen. Jetzt weiß ich ja, Sie sind ja, Sie sagen hier, kein Job wird geopfert. Sie versuchen die Jobs zu halten. Wie passt das zusammen? Also digitalisieren Sie nicht in der Fertigung, weil Sie können natürlich nicht Robotik. Sie wollen ja nicht meinen, dass die Nähmaschine vor 50 Jahren die gleiche ist, die heute ist. Rationalisierung haben wir konstant. Und um zu bestehen in Deutschland, wo alles ein bisschen fortgeht, muss ich immer schon konstant eine rationelle Maschine muss ich kaufen. Da gibt es keine Diskussion, weil ich Egoist bin, ich will Geld verdienen und zweitens will ich auch Kosten sparen. Das heißt, und nur meine Aufgabe ist, wenn ich eine Näherin eingestellt habe, die auch zu beschäftigen. Und ich garantiere den Arbeitsplatz und wenn ich den Arbeitsplatz garantiere, dann muss sie mir auch ihre Leistung garantieren. Und wenn beide ihre Pflicht tun, dann haben wir kein Problem. Und wenn die nicht mehr nähen muss, weil die Maschine jetzt vielleicht den Arbeitsgang automatisch macht, ja, das ist doch kein Problem, dann habe ich eine andere Aufgabe für sie. Ich sehe das Wachstum und das ist der Unterschied zu den Größenwahnsinnigen in Deutschland. Aber es ist ja heute kein Problem. Sie können ja Wachstum machen, dann gehen Sie schnell mal pleite, dann überlassen Sie dem Gläubiger die Rechnungen und überlassen den Mitarbeitern, die schmeißen Sie raus und dann sind Sie der feine Herr. Ihr Gehalt wird ja vom Steuerkasse bezahlt, deshalb halte ich davon nichts. Wachstum heißt, weil wir eine bedarfsgedeckte Wirtschaft haben. Ich glaube nicht, dass hier irgendeine Person sitzt, die nichts zum Anziehen hat. Ich sage jetzt mal, die Schränke sind voll. Und man kauft nur etwas, weil man es sich leisten kann. Und wenn morgen im Prinzip ein wirtschaftliches Problem ist oder mehr Arbeitslosigkeit oder das Einkommen nicht mehr stimmt, dann bin ich der Erste, der das spürt. Mhm. Und deshalb heißt bei mir Wachstum innovatives Wachstum. Nicht Stückzahl. Wir haben für dieses Thema Innovation, also wir haben das sehr, ich habe eine sehr gute Redaktion, muss ich davor sagen, ganz kurz. Und wir haben da eine tolle Innovation für Sie im Silicon Valley gefunden. Bitte schön. Was tun, wenn der Körper nicht mehr richtig mitmacht? Egal ob alters- oder krankheitsbedingt, überall, wo die menschlichen Muskeln stark beansprucht werden, gibt es hierfür Exo-Wearables, sprich Kleidungsstücke, in die eine Muskelunterstützung eingenäht ist.
ein Minicomputer, wieder aufladbare Batterien sowie künstliche Muskeln. Diese sind intelligente Werkstoffe, Smart Material. Sobald Strom fließt, dehnt es sich aus und kontrahiert, wenn der Strom aus ist. Also analog zum menschlichen Muskel. Bisher gab es große und schwere Exoskelette, die den Menschen unterstützen. Wie so oft zuerst für militärische Anwendungen, dann zum Beispiel für Lagerlogistik. Jetzt ist es direkt in die Kleidung eingewebt und schon für jedermann erhältlich. Die Entwicklung geht hier rasend schnell. Wäre das was für Sie, Herr Krupp? Wir sind in Verbindung mit zwei Professoren, die das testen mit Sensoren und allem. Mhm. Nur das ist natürlich jetzt nicht unser. Da brauche ich die Fachleute, die das machen und die das mit uns entwickeln. Und dann brauche ich natürlich auch, ich sag mal, Krankenkassen oder was Sie da alles wollen, die das vertreiben. Ja, Briefträger, die Deutsche Post, weil, die würden gleich bei Ihnen ganz viele bestellen. So meine ich. Also wer da etwas hat, darf gerne. Ich bin gerne der Produzent. Aber ich sag mal, ich brauche natürlich Fachleute, die das entsprechend medizinisch entwickeln und die mitziehen. Und wir müssen da einen Verbund haben. Wir sind dran mit Universitäten und wie gesagt auch mit Professoren. Super. Ich habe hier gerade einen Chart, 9 Firmen allein im Silicon Valley, die an solchen Technologien arbeiten. Kann man gerne alle Adressen aushändigen. Ich finde sowas, gerade für so ein Unternehmen, wenn Sie auch sagen, immer Adaption durch Innovation oder eben den Wettkampf nicht im Preis zu führen mit den Chinesen oder allen anderen Herstellern, die aus Billiglohnländern kommen, dass man eben mit Innovation so punkten kann. Ich habe Ihnen noch eine weitere Innovation, aber dafür brauche ich den nächsten Gast, den wir dann gleich auf der Bühne begrüßen wollen. Hier DJ Friction, hau rein! DJ Friction, vielen Dank! Wir kommen zurück. Willkommen zurück und jetzt werden wir uns einem Thema widmen, das hier in Stuttgart ja beheimatet ist quasi, das autonome Fahren. Und dazu haben wir einen sehr kompetenten Gast eingeladen. Aber bevor wir ihn auf die Bühne holen, wollen wir uns ganz kurz die Regeln des autonomen Fahrens angucken. Es gibt nämlich 5 Levels, habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Wir sind nämlich schon im autonomen Fahren angekommen. Sie sind ja schon ewig autonom fahren, Sie haben einen Chauffeur, stimmt's? Also, aber jetzt soll es autonomes Fahren für jedermann geben und wir sind da schon mittendrin und da haben wir einen kleinen Beitrag vorbereitet. Können wir uns mal die unterschiedlichen Levels der Autonomie angucken. Der erste Level kennen wir schon seit den 70ern. Eigentlich nichts anderes als der altbewährte Tempomat. Heißt aber korrekt assistiertes Fahren. Eine Fahraufgabe ist assistiert. Das heißt, der Fahrer ist immer für die Längs- und Querführung komplett selbst verantwortlich, wird dabei aber unterstützt. Bereits teilautomatisiert Level 2. Ein Beispiel, der Stauassistent. Jedoch bleibt der Fahrer hier stets in der Verantwortung. Level 2 heißt, sowohl Längs- als auch Querführung sind assistiert. Der Fahrer ist dennoch selbst verantwortlich und kann nicht vollständig sich natürlich auf die Assistenzfunktionen verlassen. Mit Level 3 hat der Fahrer zum ersten Mal die Chance, die Verantwortung zeitweise an das Auto zu delegieren. Er muss aber immer ansprechbar und wachsam bleiben, um im Falle einer Situation, die das Fahrzeug nicht alleine bewältigen kann, die Fahrzeugsteuerung an den Fahrer wieder zurückzuübergeben. Hier sollen Ultraschallsensoren, Umgebungskameras und Laserscanner dafür sorgen, dass das Fahrzeug selbstständig die Situation erkennt. Alle Hersteller, vor allem die deutschen Premium-Marken Audi, Mercedes und BMW, arbeiten fieberhaft an Modellen, bei denen der Fahrer auf Autobahnen und Bundesstraßen das System nicht mehr dauernd überwachen muss. Obwohl vom damaligen Verkehrsminister Dobrindt vor 2 Jahren zugelassen, ist die große Herausforderung bei Level 3, dass die Hersteller die Verantwortung übernehmen und damit natürlich auch im Zweifel für Schäden und Unfälle haften. Audi wollte ja damals mit dem A8 vorpreschen und musste dann aber auch zurückziehen. BMW, Mercedes und Audi erproben auf den digitalen Testfeldern der Autobahnen längst den Level 4. Im Level 4 sind die ersten Funktionen enthalten, die komplett ohne den Fahrer funktionieren und das natürlich in definierten Szenarien. Also, das heißt, man kann sich vorstellen, dass man auf der Autobahn mit Level 4 fährt, aber natürlich, wenn man von der Autobahn abfährt, dann muss der Fahrer die Fahraufgabe zumindest teilweise selbst übernehmen. Es gibt natürlich wieder einen anderen Fall, wenn man dann beispielsweise im Parkhaus parken möchte, dann könnte es zukünftig möglich sein, dass man vor dem Parkhaus aussteigt und das Fahrzeug räumt sich mehr oder weniger selbst auf. Level 5 ist dann die letzte Ausbaustufe. Das heißt, das Auto kann in allen Verkehrssituationen auf allen Straßen ohne Fahrer auskommen. Theoretisch bräuchten wir dann am Ende auch dann gar keinen Lenker. Die Zukunft
der Mobilität heißt ohne Zweifel pilotiertes Fahren. Das verändert alles. Komfort, Zeitgewinn, Sicherheit und Effizienz haben dabei oberste Priorität. Alles zugunsten des Fahrers, der zukünftig Mobilität auf einem neuen Niveau erleben wird. Von der Daimler AG, bitte begrüßen Sie mit einem warmen Stuttgarter Applaus Sascha Pallenberg. Dankeschön. Danke, das war Knight Rider, habe ich gehört. Habe ich immer geguckt. Immer geguckt. Und jetzt Autos, die reden, habt ihr ja schon mit dem Hey Mercedes. Und genau. Dann Autos, die bald alleine fahren. Wie sieht es da aus? Beziehungsweise andersrum, bevor, weil nicht jeder weiß, wer Sie sind. Wir kennen uns und duzen uns sonst immer, aber wir werden es versuchen, heute uns zu siezen. Okay, Herr Sascha Pallenberg. Gerne, Herr Lukas. Sie sind ja erst vor kurzem zur Daimler AG gekommen. Was haben Sie denn davor gemacht? Ich habe 20 Jahre eigentlich über Tech geschrieben. Ja? Ich habe vorher diverse Startups gegründet, im Rahmen der ersten großen Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende, habe Systemarchitektur gemacht und habe dann irgendwann entschieden, doch jetzt einfach nur darüber zu schreiben. Das fing so vor 15, 16, 17 Jahren an. Und kurz bevor du zu Daimler AG kamst, wurdest du in einem Fachmagazin zu den 20 Top-Tech-Influencern der Welt ernannt. Also hier, ein kleiner Applaus dafür. Also, das ist das Verrückte ist, wenn er dann über Technologie geschrieben hat, hat das Aktienkurse beeinflusst. Also so dramatisch war das. Und dann kam die Daimler AG und wie haben die dich überzeugt nach Untertürkheim? Weil du lebst ja eigentlich, sie leben ja eigentlich in Taiwan. Ja, Herr Lukas, ich lebe eigentlich in Taiwan seit über 10 Jahren inzwischen. Ich bin im Sommer 2016 angerufen worden. Ich saß damals in Schiphol auf dem Flughafen, wollte wieder nach Taiwan fliegen, es klingelte das Telefon, es meldete sich jemand von der Daimler AG und sagte, dass der Mann mit dem Schnäuzer gesagt hat, ich soll den mit dem Hut anrufen, und dann mit der Kappe. Und dann habe ich mir das erstmal angehört und habe nach 60 Sekunden gefragt, ob ich dann in Taiwan bleiben kann. Und dann haben wir halt 4-5 Monate verhandelt und ja, dann bin ich auf einmal nach Stuttgart gekommen. Und jetzt bist du, der Titel heißt Head of Digital Transformation der Daimler AG. Was bedeutet das? Also der Herr Grupp fragte mich das. Das fragen sich auch wahrscheinlich noch viele bei uns. Ich mich auch immer wieder. Ich habe mich früher immer gefragt, wenn ich von Großkonzernen eingeladen wurde zu Events, woher kommen diese wahnsinnigen Jobtitel? Mittlerweile weiß ich's. Ich denke nach wie vor immer noch mal darüber nach, dass es so 12-seitige Würfel gibt, mit denen solche Sachen dann zusammengewürfelt werden. Ich habe so ein Problem mit diesem Titel Digitale Transformation. Den ersten Taschenrechner, den ich hatte, Mitte der 70er Jahre, der war digital. Ja, zur Kommunion habe ich eine Digitaluhr bekommen. Das erste Mal im Internet war ich 1985. Ich weiß nicht, ob wir dann noch eine großartige digitale Transformation brauchen, sondern ich glaube, wir brauchen eher einen Kulturwandel wahrscheinlich eher in diesen Unternehmen. Bei uns ist nun mal alles digital. Du spielst deine Slides hier ab digital, wir werden digital stattfinden auf YouTube. Und wenn wir rausgehen, dann schicken wir vielleicht von dieser Veranstaltung digital wieder irgendwelche Fotos auf Instagram und hoffen, dass sie auch noch jemand anders sich anschaut. Meine Aufgabe beim Daimler ist eigentlich zum einen intern, wir haben über 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 140 Ländern und auf 200 Märkten, viel auf interne Veranstaltungen zu gehen, über Kulturwandel in dem Unternehmen zu berichten, mich mit denen zu verknüpfen, natürlich auch mir anzuhören, was haben die denn für Sorgen und Nöte, das ist letztendlich nun mal so für viele Menschen auch. Aber natürlich auch nach außen hin zu kommunizieren, was passiert mit diesem Unternehmen. Letztendlich reden wir hier von einem Konzern, den es seit 133 Jahren gibt. Ich habe bisher nur 2 Veranstaltungen gehabt mit Unternehmen, die es länger gibt auf dem Markt. Zum einen war es Coca-Cola, die kam aus dem gleichen Jahr. Und dann war ich im März auf dem IT-Kongress der Evangelischen Kirche. Die waren ein bisschen länger am Markt gewesen. Ähnliche Herausforderungen übrigens wie wir. Sie fahren ja auch, Sie haben auch ein Jubiläum dieses Jahr, das wollte ich vorhin schon, ja? Seit 50 Jahren führen Sie das Unternehmen, aber Sie feiern dieses Jahr 100-Jähriges. So Gott will, ja. So Gott will, 100-Jähriges im Herbst und haben eine ganz, ganz prominente
Sängerin eingeladen. Das Sperrfrist, für das zu nennen, ist der Tag nach dem Fest. Ach so, echt? Da bin ich jetzt ganz atemlos. Hätte ich es beinahe gesagt. Haben Sie gemerkt, wie mir der Atem stockte in dem Moment? Ja? Genau. Gut, dann kommen wir zum autonomen Fahren. Ich habe eine wunderschöne Zahl gelesen, und zwar 1,25 Millionen Menschenleben hat man jetzt ausgerechnet, wird autonomes Fahren retten, weil eben weniger Unfälle passieren durch die Roboter und die Computer, die damit arbeiten oder da verbaut sind. Und wir haben im Januar dieses Jahr die Daimler AG einen autonom fahrenden Van präsentiert auf der CES. Wir haben uns doch getroffen da. Wir kennen uns doch gar nicht. Und diesen Van, was der kann und was der jetzt bringt, da haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet, und dann will ich mich mit Ihnen über Gesetzeslagen und Hürden unterhalten. Mit dem Vision Urbanetic präsentiert Mercedes-Benz ein revolutionäres Mobilitätskonzept, das weit über bisherige Ideen rund um autonome Fahrzeuge hinausgeht. Er ermöglicht eine bedarfsgerechte, nachhaltige und effiziente Beförderung von Personen und erfüllt die Bedürfnisse von Städten sowie deren Bewohner oder Reisende auf innovative Weise. Das Konzept reduziert die Verkehrsströme, entlastet innerstädtische Infrastrukturen und trägt zu einer verbesserten urbanen Lebensqualität bei. Ich sehe das Ding wirklich vor meinem geistigen Auge durch Bullerdingen fahren. Wann kommt's? Das ist natürlich erstmal ein Konzept. Sie haben ja gerade schon unter anderem angesprochen, dass das autonome Fahren bzw. erste Fahrassistenten in den 70er Jahren, letztendlich hat Cruise Control General Motors schon in den 50er Jahren entwickelt. Und wir hatten auch innerhalb des Konzerns zusammen damals mit der Uni Aachen schon 1986 das sogenannte Project Prometheus auf den deutschen Autobahnen getestet. Das heißt, es war ein vollautonomes Fahrzeug von Mercedes-Benz. Was damals schon, das war 1986, also vor 33 Jahren. Da sieht man ganz einfach, was für Entwicklungszeiten extrem fundamentale Technologien einfach auch durchlaufen müssen. Diesen Vision Urbanetics, den haben wir im letzten September in Kopenhagen vorgestellt. Das ist eigentlich so eine Vision, die wir so sehen im Jahre 2030. Sie haben natürlich schon gerade darauf hingewiesen, dass das Moore'sche Law oder das Moore'sche Gesetz des exponentiellen Wachstums natürlich auch hier und da immer mal wieder überrascht, wie sich Entwicklung entsprechend wie die Entwicklung weiter fortschreitet. 2030 sagt ihr, wir sagen morgen. We plan to debut the e-pilot at the 2020 Olympics and Paralympic Games, along with many other new mobility technologies that we have in the pipeline. Das ist der Herr Toyota, der Inhaber der Firma Toyota, und der hat sich ganz vollmundig dahingestellt und gesagt, 2020 fahren die mit ihrem Van vollautonom, voll elektrisch durch Tokio bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr. Und ich füge hinzu, der Mann ist Japaner, und wenn die ihr Wort nicht halten, dann... Wie sieht's bei euch aus? Da kriegt er eine Abfindung. Dankeschön. Chapeau. Es gibt ähnliche Projekte auch schon in diversen Kommunen. In der Schweiz werden solche Plattformen getestet. Es ist, glaube ich, sehr, sehr einfach, Konzepte in relativ begrenzten Anwendungsszenarien einzusetzen. Ich gebe auch zu, soweit ich jetzt recherchiert habe, beziehungsweise auch das Team, wir wissen, dass der wird autonom im Olympischen Dorf fahren. Und ob er da Tempo 10 fährt. Und sowas gibt es auch schon in der Schweiz. Aber gucken wir mal, was in China läuft. Weil wenn wir schon Mr. Q da haben. Mr. Q, gucken wir mal. Daimler ist in Beijing, mit einem autonomen Fahrzeug unterwegs in der Stadt. Das da? Ja. Und die chinesische Regierung lässt den deutschen Hersteller im chaotischen Stadtverkehr fahren zwischen Fahrrädern, Fahrradfahrern, Motorrollern und Autos, und das in Beijing. Das in Beijing, wow. Ja. Okay, und was ist die Startup-Szene? Was passiert da in China? Gibt es da auch irgendwelche Entwicklungen? In Shenzhen gibt es die Firma Lodestar. Die haben gerade $128 Millionen bekommen und auch die Freigabe von der regionalen Regierung
für den Test von autonomen Fahren, umgerüstete Fahrzeuge in der Stadt. Und in Guangzhou gibt es ein Startup, die heißt Pony, haben $200 Millionen als Kapital und die starten in ein paar Monaten mit einem Ride-Hailing. Und zwar mit 20 Fahrzeugen und das auch in Guangzhou. Ja. Beeindruckend. Vielen Dank, Mr. Ko. Ja, gut, dass wir Sie haben. Wenn wir fragen, was in China passiert, dann Applaus. So. Jetzt haben wir uns überlegt für den Herrn Grupp, was könnte man denn da eine weitere Innovation für Sie finden aus dem autonomen Fahren? Weil wir können ja nicht nur Personen transportieren im Fahrzeug, wir könnten auch Güter transportieren. Und da haben wir eine Idee, indem wir uns diesen Vision Van, Vision Urbanetic genommen haben von Daimler und uns auch angeguckt haben, was Toyota so in petto hat und haben Folgendes zusammengeschnitten für Sie, Herr Grupp. Der Vision Urbanetic von Mercedes-Benz ist in erster Linie als People Mover gedacht, also ein Kleinbus, der uns Menschen transportiert. Aber natürlich denkt Mercedes noch einen Schritt weiter und plant auf der Plattform andere Aufbauten. Relativ einfach lässt sich die Karosserie austauschen und wird schnell zum Lastentransporter. Auch Toyota mit seiner e-Palette denkt multifunktional. Vom People Mover zum rollenden Bett, in Japan übrigens äußerst wichtig und beliebt, zur Werkstatt oder gar dem Italiener, der zu uns um die Ecke kommt. Und apropos um die Ecke, 8 Minuten von mir entfernt dieser Laufschuh und das T-Shirt. Ich will sie mir anschauen. Der rollende Bekleidungsshop kommt zu mir vorgefahren. Sesam öffnet sich. Ich probiere die Schuhe an, passen perfekt. Das T-Shirt nehme ich auch noch mit. Bezahlt habe ich gleich vollautomatisch. Man kennt ja meine Daten. Danke und auf Wiedersehen. Schockierend oder eine Wahnsinns-Expansionsstrategie? Ja gut, das ist nicht schockierend. Das wird dann irgendwann Realität sein. Mhm. Nur muss es funktionieren. Wir haben ja heute auch den rollenden Shop DHL oder DPD und nichts funktioniert. Also ich sag mal, die Leute warten auf ihr Paket und alles Mögliche. Also ein bisschen verrückt darf es eben nicht sein. Ich sag mal, Amazon verspricht Prime-Lieferung und DHL bringt es nicht, das Paket. Also ich sage jetzt mal, da sind Welten dazwischen. Wir werden immer geschimpft, wenn die ihre Aufgabe nicht machen. Also wenn sie mir so ein Fahrzeug liefern können, dann kaufe ich es und dann habe ich die Probleme weg, die DPD und DHL mir verursachen. Da können Sie einfach die Kleiderstangen drin haben und die Polohemden drin haben. Nur muss man natürlich auch sehen, was es nachher kostet. Also wenn Sie sagen, ich kann jedem Kunden, der ein Polohemd will, ich sag mal vorfahren und das angucken und machen und ich sag mal das und jenes, dann ist die Frage, ob er das dann auch alles bezahlen will. Also es ist alles ein bisschen relativ zu sehen. Und der Laden muss vernünftig bleiben. Ja, die Verrückten treiben die Innovation, vielleicht verrückte Ideen, vielleicht kann man was draus machen und dann. Das ist übertrieben, aber es wird sicher irgendwo etwas Reales geben. Ich habe gelernt, wenn es Nutzen bringt, dann. Wenn es Nutzen trägt, muss es bei uns eingesetzt werden. Fazit: Wir müssen nur was Nutzenstiftendes entwickeln, dann kauft es auch der Herr Grupp nach Bullerding. Also, ich hatte, um das zu sagen, ein Handy. Heute liegt es im Schrank und ich hatte ein Autotelefon, wo es 35.000 D-Mark noch gekostet hat und wo die Monatsmiete so war, weil es super praktisch war, dass man erreichbar war. Ja. Aber ich brauche heute nicht die ganze Zeit jetzt mein Handy, damit ich weiß, ob der Trump irgendwo einen Spruch macht oder nicht. Wissen Sie? Ja, das verstehe ich. Aber ich habe gemerkt, wenn es einen Nutzen hat, ist auch bereit 35.000 D-Mark für ein Handy zu zahlen. Klar, der Nutzen muss höher sein als 35. Sascha, das Fahrzeug, schnell. Wann kommt's? Ja, wie gesagt, ich habe, das sind Visionen von uns, die wir im Jahr 2030 sehen. Es ist sehr, sehr schwierig, nochmal bei diesen Technologien Vorhersagen zu machen. Das sollen besser andere tun und sollen vielleicht auch öffentliche Beta-Tests mit ihren Fahrzeugen fahren. Das wird es bei uns nicht geben. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Komponente hier und das ist final die Sicherheit. Gut, wir sind schon am Ende unserer Sendezeit und jetzt will ich einen kleinen Vorgeschmack geben auf unsere nächste Sendung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir haben bei der nächsten Aufzeichnung geht es nämlich um Organdruck. Organdruck, und da haben wir nämlich lustigerweise nicht nur im Silicon Valley oder in Tel Aviv, wo am meisten darin geforscht wird, sondern sogar im schönen Reutlingen gibt es ein Institut. Da schalte ich mal ganz kurz rüber zu Frau Katja
Schenke Leyland, Professor Doktor. Und ja, Katja, du bist bei uns in der nächsten Sendung. Was macht ihr denn da so am NMI? Hallo Lukas. Wie du weißt, beschäftigen wir uns ja vor allem mit der anwendungsnahen Forschung am NMI und hier für die Themen über die Biotechnologie und die Biomedizin hinaus. Und da haben wir auch ganz tolle neue Technologien, wie zum Beispiel den 3D-Biodruck, welchen wir dann verwenden, um Zellen zu verdrucken. Das heißt, ihr seid dann auch in der Lage, mir eine neue Leber zu drucken? Das ist die Vision, das ist das etwas noch fernere Ziel. Momentan fokussieren wir vor allem darauf, auch Testsysteme zu drucken, also alles da, wo man dreidimensionale Strukturen benutzen muss. Und hier verwenden wir diese Systeme zum Ersatz von Tierversuchen. Ich bin jetzt schon super gespannt und freue mich auf deinen Besuch. Ja, viele Grüße nach Reutlingen. Ist nächstes Mal bei uns. Ja, ist nächstes Mal bei uns dabei. Für mich heißt es, die Zeit ging echt im Flug vorbei und ich bin auch ganz stolz, dass ich es geschafft habe, ein bisschen stolz, weil alle sagten, der Grupp bei dir in der Sendung, das wird hart. Aber ich habe es geschafft. Nee, so schlimm. Es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, das Publikum hat auch so viel Spaß. Vielen Dank an meine zwei Gäste, Herrn Pallenberg, Herrn Grupp. Dankeschön. Ich möchte auch Danke sagen an DJ Friction, Mr. Cool. Dankeschön. Danke. Shishi. Und natürlich danke. Wie heißt die Shay? Shishi. Und ich möchte mich ganz arg auch bedanken bei der Crew von RTV, die die ganze Filmproduktion hier gemacht haben. Vielen Dank. Und auch an den Sponsor, die spontan gesagt haben, ja, wir unterstützen das. Ich glaube, der Herr Kölbel ist auch da. Und die ganze Mannschaft von der DEKRA. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich glaube, wir haben ein tolles Format, ist für den Anfang mal gestartet. Für unseren ersten MVP im Herbst machen wir die zweite Aufzeichnung. Wer dabei sein möchte, einfach Bescheid geben. So, und jetzt einen großen, runden Schlussapplaus. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Und bye, bye.